Stefanie Blochwitz. Guten Abend, liebe Zuschauer. Sonne satt, knapp 20 Grad, ein Osterwochenende wie aus dem Bilderbuch war das heute. Zum Glück durfte man ja trotz Corona-Maßnahmen auch mal an die frische Luft. Das Kontaktverbot wird sehr ernst genommen. Strenge Regeln gelten ja jetzt auch für Paketboten. Die übergeben ihre Sendung nun kontaktlos. Viele Sachsen-Anhalter bestellen ihre Waren im Internet. Die Zusteller, die haben noch mehr Stress als sonst. Sie sind auf jeden Fall Helden des Alltags. Einmal im Jahr ist Stecklenberg so etwas wie die Osterfeuerhauptstadt Sachsen-Anhalts. Das größte Osterfeuer des Landes wurde monatelang vorbereitet und dann kam alles anders. Es gibt aber übrigens eine Alternative für heute Abend, das MDR-Osterfeuer. Das findet nämlich statt. Sarah von Neuburg und Lars-Christian Kade, die senden zwar gleich aus dem Fernsehstudio, aber trotzdem mit einem riesigen virtuellen Osterfeuer. Ab 20.15 Uhr schalten wir auch zu unseren Reportern ins Land, zum Beispiel zu Daniela Posan bei Tangerhütte, wo es sehr musikalisch zugeht. Vielen Dank, Daniela. Es lohnt sich einzuschalten und die Ode an die Freude, die macht irgendwie immer gute Laune. Welche Tradition, die gehört noch zu Ostern dazu? Was glauben Sie? Genau, der Ostergottesdienst. Auch da hat der MDR für Sie eine virtuelle Lösung. Morgen übertragen wir die Heilige Messe des Bistums Magdeburg im Livestream. Klicken Sie sich da doch einfach rein auf mdrsachsenanhalt.de. Ab 10 Uhr geht's los. Andere Kirchen im Land, die haben ihre Sonntagsgottesdienste schon vorbereitet. Zum Beispiel die St. Jakob-Gemeinde in Köthen. Und am besten klicken Sie auf jakobskircheköthen.de, da ist das YouTube-Video schon verlinkt. Obwohl es morgen keine echten Gottesdienste geben wird, sind einige Kirchen geöffnet für stille Einzelgebete. Das ist in der Jakobskirche in Köthen so, aber auch im Naumburger Dom ist der Altar geschmückt und die Osterkerzen brennen. Gerade jetzt lohnt sich übrigens ein Besuch des Weltkulturerbes. Die Chorbücher werden frisch restauriert und eins ist schon im Domschatzgewölbe ausgestellt. Und von Naumburg gehen wir jetzt gedanklich 150 Kilometer nach Norden. Direkt an der Grenze zu Niedersachsen liegt der Ort Osterode. Andreas Neugeboren hat sich für unsere Dorfgeschichten dahin aufgemacht. Osterode, ein richtig kreatives Dorf. Nächste Woche feiern wir mit den Dorfgeschichten ein Jubiläum. Zum 100. Mal gehen wir auf Dorftour und kommen zu Ihnen. Das macht diesmal Susi Brandt und sie fährt nach Wohlgemut bei Betzendorf im Alpmarkreis Salzwedel. Das ist dann in einer Woche bei uns zu sehen. Und jetzt schauen wir zum Sport. Da bangen im Moment ja viele Vereine um ihre Zukunft. Dazu gehören auch die Basketballer vom Centenix MBC. Aktuell ist der Spielbetrieb in der Bundesliga noch bis zum 30. April unterbrochen. Um den Etat etwas zu entlasten, hat sich der Club etwas einfallen lassen. Ja, und bei uns bleibt das Licht noch an für die neueste Ausgabe unseres Spielemarathons. Weil der Sportbetrieb im Land ruht, haben wir uns bei MDR Sachsen-Anhalt gedacht, da machen wir doch einfach selber Wettkämpfe in der MDR-Kantine. Und das können Sie machen, zum Beispiel per E-Mail an sachsenanhalt@mdr.de. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Bei diesem herrlichen Wetter lässt sich der Ostereierlauf oder die Ostereiersuche auch sehr gut nach draußen verlegen. Maira, wie lange verwöhnt uns die Sonne denn noch? Und vielen Dank, Maira. Damit ist auch klar, was wir morgen machen sollten. Zum einen die Sonne genießen und dann natürlich einschalten. 19 Uhr sehen wir uns hier wieder mit den aktuellen Themen aus dem Land. Wir haben eine neue Folge Helden des Alltags. Da sehen wir dann, wie sich das Leben eines Zahnarztes verändert hat. Machen Sie sich jetzt noch einen schönen Abend. Schalten Sie rein beim MDR Osterfeuer und bis morgen. Tschüss.